Ja, super. Danke, sehr gut, Danja. Die Betten weggesprengt. Danke. Ausgezeichnet. Ehrlich, ich schwör's dir, ich sag es doch gerade, ich bin eine Minute mit dir unterwegs und alles, was ich vorher aufgebaut habe, wird kaputt gemacht. Ja, ich habe deinen Schatz gefunden. Oh. Hier. Da. Ich seh nix. Oh, genau, gestorben. Boah, und es sind wieder Diamanten und so drinne. Und du hast bleib mal bitte da. Warte, ich komm nach oben. Ist da ein Trank? Ich komm nach oben und bring dir den Trank. Das möchte ich wirklich. Also das ist wirklich, das wäre mir jetzt schon sehr lieb. Können wir hier mal, warte, gib mir den mal hier. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Woche mit Danja. Hallo. Danja, bist du bereit für diese 7 Tage heute? Nee, ich habe jetzt schon Angst. Also, du brauchst keine Angst haben, weil, bleib doch mal kurz hier, hau doch nicht direkt ab. Aber da ist doch was. Was willst du denn erzählen? Okay, warte, guck mal, da sind auch Schafe. Also, wir sind heute wieder 7 Tage in Minecraft überleben. Aber, Danja, wir haben diesmal ein Datapack, wo es neue Dörfer gibt und auch große Dörfer. Also, es könnte heute ein Überleben werden, was uns ziemlich viel Spaß macht. Guck mal, da hinten ist auch schon ein Turm, aber ich weiß nicht, ob wir da hingehen. Ja, ich glaube, das ist ein Dorf. Das ist kein Dorf. Ich weiß jetzt nicht, wohin du geguckt hast. Das ist, glaube ich, kein Dorf. Ich habe hier geguckt. Also, Danja, guck mal, wir haben schon direkt Schafe. Ja, hier sind, ich weiß nicht, ob es Pferde sind oder Lamas. Hier sind auch Schweine auf jeden Fall. Okay, also ich habe auf jeden Fall Schafe und wir können auf jeden Fall direkt auch Wolle machen und dann können wir die Nacht auch direkt schaffen. Na, also heute geht es wirklich um ein sehr, sehr positives Minecraft. Also ich glaube heute... Nachdem du das letzte Mal quasi Ja, aber da haben wir total übertrieben. Also das war ja ganz hart. Ja, Leute, beim letzten Mal, das hatten wir, glaube ich, am Donnerstag, da hatten wir 7 Tage, wo jeden Tag Minecraft schwieriger wurde und heute haben wir schöne neue Dörfer, die es einfach noch gar nicht gibt in Minecraft. So, ich kümmere mich jetzt, Danja, würdest du dir auch direkt mal ein Bett gleich bauen? Ey, warum schießt der denn auf mich aus das dem ist, Dorf? Das ist kein Dorf, das ist ein Turm. Ich dachte, das ist ein Dorf. Ja, hau da ab. Ich glaube, das sind Pillager. Oh Mann, warum sagt mir das denn keiner? Ja, es war klar. Ich habe dir gerade eben gesagt, das ist kein Dorf. Ja, toll. Warum sind die denn so böse jetzt mit mir? Ja, das ist halt manchmal so. Kümmer dich doch einfach mal um die Schafe. Kümmer dich um die Schafe? Ich hol mir jetzt hier erstmal die Sachen raus, hä? Erfahrungsfläschchen, let's go. Also ich hab mein Bett schon. Ich hab mein Bett schon. Ja, das freut mich. Ich noch nicht. Ja. So, wir haben Pferde, sehr schön. So, ich hau jetzt erstmal hier ab. Au, 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 au. Die könnten wir rein theoretisch auch, glaube ich, reiten. Ja, nein. Ja, super. Ja, genau, es sind Plünderer, beziehungsweise Pillager, glaube ich. Okay, ja, hier sind überall so. Also, wir sind definitiv nicht bereit, mit dieser Ausrüstung, die wir haben, die Plünderer hier anzugreifen. Aber die greifen jetzt mich an, Danja, danke schön. Das ist ja nicht meine Schuld. Ja, doch, natürlich ist es deine Schuld. Ach, so ein Quatsch. Ja, du kannst die mal schön ablenken gehen. Weil dann kann ich nämlich meinen Kram wieder zurückholen, ne? Ja, ich habe die Schafe auch schon längst ab... Also, du kannst kein Bett momentan machen. Ja, toll. Vielen Dank dafür auch. Das finde ich wirklich nett. Habe ich auch extra gemacht. Ist mir schon klar, dass du das extra gemacht hast. So, ey, lasst mich in Ruhe jetzt. Ich gehe ja schon. Ich habe nur eure Kisten geplündert und jetzt gehe ich wieder. Ah! So. Also, die haben so eine Armbrust. Aber ich habe sie beide erwischt. Ich habe sie beide erwischt. Sehr gut. So, okay. Ich hoffe, mir folgt jetzt erstmal keiner mehr. Ich habe... Oh, doch, mir folgt doch noch jemand. Och, nö. Das Problem ist, ich kann jetzt nur so Rohfleisch. Wie lange rennen die mir denn hinterher, Alter? Das gibt's ja nicht. Kannst du mir vielleicht auch mal ein Bett machen, wenn du schon hier die ganze Wolle eingesammelt hast? Nö, mach ich nicht. Wie unnötig. Ja, aber du gehst einfach da rein, ohne. Wir wollen einfach ein schönes. Mann, ich wusste das doch nicht, dass die mich angreifen. Ich dachte, das sind nette, liebe Menschen, die da drin chillen. Ich kann doch nicht ahnen, dass es irgendwelche Armbrust-Heinis sind, die mir da hinterher rennen und mich tot machen wollen, nur weil ich deren Kram klauen will. Mann, wie soll ich das denn wissen? Ist doch nicht schlimm. Jetzt habe ich halt so ein Erfahrungsfläschchen. Das trinke ich jetzt auch erstmal. Ja, und ich werde wieder angegriffen. Ja, das ist ja jetzt aber nicht meine Schuld. Ja, doch, schon ein bisschen. Bisschen so. Okay. Ja, naja, ein bisschen vielleicht meine Schuld, aber jetzt nicht alles. So, sind noch andere hier? Also spawnen die ganze Zeit oder was ist hier los? Also es sind mehrere, ja.
Dann ja, ich wollte einfach nur schöne Dörfer finden, weißt du was? Wenn du das so machst, dann gehe ich jetzt alleine wieder los. Warum willst du denn jetzt alleine losgehen? Ja, weil du einfach so... Ich bin doch weggerannt. Ja, aber du hast doch einfach weggerannt. Ja, aber sorry, aber du hättest von Anfang an gar nicht da reinlaufen müssen. Das weiß ich doch nicht. Du hast gesagt, hier gibt's schöne Dörfer. Woher soll ich denn wissen, dass wenn du mir sagst, es gibt schöne Dörfer, das erste, was ich finde, kein schönes Dorf ist, sondern so ein Ort voll mit irgendwelchen Dudes mit Armbrüsten, die sich die komplett eskalieren, wenn sie einen sehen. Ja. Wie soll ich das denn jetzt wissen? Ja, aber egal, Kahn, mach, was du willst. Ja, mach ich auch. Wenn ich nicht schlafen kann, kannst du auch nicht schlafen. Ja, das stimmt, habe ich kein Problem mit. Dein Problem. Also ich brauche jetzt erstmal Steine, die ich abbaue. Weil ich würde mir einen Ofen machen, dann kann ich ein bisschen was essen. Also guck mal, es ist auf jeden Fall eine schöne Welt. So, wahrscheinlich ist im Turm schon alles geplündert dann, ja? Natürlich. Also so zumindest das, was ich auf den ersten Blick gesehen habe, habe ich natürlich mitgenommen. Wäre jetzt auch dumm gewesen, danke, das nicht zu machen. Danke. Ey, ich schwör's dir, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Warum gehe ich überhaupt mit dir in diese Welt hier rein? Ich schwöre, du bist einfach, sobald man mit dir bei Minecraft unterwegs ist, ist man einfach tot. Man ist tot. Also Kahn, du kannst jetzt nicht jeden deiner eigenen Fehlschläge auf mich schieben, ne? Da kann ich ja jetzt noch nichts dafür. Ich bin jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr da. Wenn du jetzt stirbst, ist es nicht meine Schuld. Du hast mir genauso nicht die ganze Wolle gegeben, die du dir weggesnackt hast. Also entspann jetzt mal ein bisschen deine Situation. Guck zu, dass du auf deinen eigenen Kram guckst und lass mich doch einfach in Ruhe. Du wolltest doch jetzt eh ohne mich losgehen, dann mach das doch. Ja, mach ich das jetzt auch. Du bist doch eh schon weg. Ich kann nichts mehr für das, was du gerade tust. Da ist nicht meine Schuld. So Leute, wir werden dann gleich schön Dörfer suchen. Und Danja kümmert sich einfach nur wieder darum zu sterben. Ich bin erst einmal gestorben, aber das ist schon okay. Dafür habe ich ja meinen ganzen Kram wieder zurück. Den habe ich auch. Ich habe auch mein Bett wieder zurück und ich habe auch meine Wolle. Sehr gut. Wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht, nicht wahr? Hast du denn Wolle? Ja, habe ich. Ja, sehr gut. Aber nicht für ein Bett. So. Aber das ist dir ja herzlich egal, weil... Danja, können wir jetzt mal... Wo bist du denn jetzt? Im Ansatz interessieren. Ach so, jetzt, wo es dich plötzlich doch so wirklich betrifft, wo du merkst, ah Mist, ich kann mich jetzt nicht hinlegen zum Schlafen, da interessiert sich plötzlich, wo ich bin, ja? Ja, okay. Nö, ich hau doch ab. Und die haben hier auch den... Oh, ich wollte doch nur den Golem befreien. Ja, ich bin gleich wieder tot, super. Klasse. Klasse. Und wir haben wieder Nacht. Und ich dachte, es wird ein entspanntes, wirklich ganz entspanntes... Eine ganz entspannte Woche, aber Danja hatte wieder andere Pläne. Ne? Es ist einfach meine Schuld, dass Kahn jetzt gestorben ist. Ja, aber es guck doch mal, jetzt lassen mich die Plünderer lassen mich gar nicht in Ruhe, weil dann du sie angegriffen hast. Dann lauf halt weiter ja, weg. Ja, aber sie laufen hinter mir her. Dann lauf doch weiter weg, die sind mir auch hinterhergelaufen. Ich bin halt einfach so weit gelaufen, bis sie mir nicht mehr nachgekommen sind. Dir steht doch frei, das Gleiche zu tun. Was ist denn jetzt? Da kann ich doch nichts für. Bär, du wirklich nicht für alles verantwortlich, was du verzapft. So, ich möchte einfach nur ein schönes... Musst du dich halt einfach mal... Boah. Digga, was ist denn mit dem jetzt gewesen? Ich weiß, ich brauche eigentlich einen Ofen, aber gerade ist ein bisschen schwierig. Das Problem ist, überall Creeper hier. Das ist tatsächlich nicht ganz so easy. Mann, wo sind denn jetzt diese Dörfer? Oh, ich glaube, da sind noch mal Schafe. Und da ist aber auch ein Zombie. Zwei Zombies. Okay. Ja, Kahn, wo sind bitte diese ganzen Dörfer, von denen du sprachst? Wo sind die? Wo sind die und warum sind sie nicht da, wo wir sind? Sondern da, wo wir sind, ist natürlich wieder... Irgendein komischer Tower, der uns umbringt.
Ja, und wer ist dran schuld? Hervorragend. Und wer ist dran Vielen schuld? Vielen Dank. Also, ich habe ja schon mal gar nichts gemacht. Ich habe die nicht angegriffen, die haben mich angegriffen. Dass du es nicht schaffst, vor denen wegzurennen, ist ebenfalls nicht meine Schuld. So langsam hoffe ich, dass ich ein bisschen klarkomme. Ich habe mir auch ein Steak gemacht. Noch ein Steak, sehr gut. So, dann suchen wir mal weiter nach Dörfer, Leute. Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall Wolle in sehr vielen unterschiedlichen Farben. Wenn ich jetzt irgendwie mal rausfinden würde, wie ich Farbstoff aus, also wie ich grauen oder braunen oder schwarzen Farbstoff herstellen könnte, das wäre natürlich großartig, weil dann könnte ich die Wolle einfärben. Ja gut, aber es bringt dir ja nichts, weil du kannst ja nicht schlafen. Ja, außer du schläfst halt auch, ne? Ja, aber das haben wir ja nicht vor anscheinend. Ja, ich würde gerne, aber huch, du hast es ja. Also das ist nicht meine Schuld, dass du nicht schläfst. Das ist nur echt nicht meine Schuld. Du hast doch gerade gesagt, du willst nicht schlafen. Ich würde gerne schlafen, Kahn, habe ich ja auch schon gesagt. Ja, dann aber ich kann nicht schlafen, weil du die ganze Wolle eingesammelt hast. Du hast doch gerade gesagt, du hast Wolle. Ja, ich hatte ja auch Wolle, aber nicht in einer Farbe. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Oder ist alles, was du machst, eigentlich nur irgendwas erzählen, was dir gerade einfällt? Guck mal, hier sind wieder ganz viele Schafe. Ja, großartig. Dann sammel die doch am besten alle ein, damit du dir 20 Betten machen kannst, damit du in jedem Tag an der Woche in einem anderen Bett schlafen kannst und ich keine Wolle mehr habe, damit wir beide nicht schlafen können. Das wäre doch großartig, oder? Ist das nicht der absolute Obertraum? Ja, oder du findest einfach ein Dorf. Ist wirklich echt ein toller Mod, muss ich sagen, Kahn, den du dir hier rausgesucht hast. Das ist kein Mod. Was auch immer das ist. Das ist ein Tempel. Sieht schön ja, aus. Ja, großartig. Geh doch auf jeden Fall mal da rein. Nö, das ist ein Unterwassertempel. Mhm. Da traue ich mich nicht rein. Danja, hast du ein Bett? Kahn, ich bin gerade gestorben. Hast du das nicht mitbekommen? Ja, aber hast du es nicht wieder eingesammelt alles? Nein. Ich war ja relativ weit weg, weil ich ja vor denen weggerannt bin, vor den Pillagern. Ja, also ich bin auch weit weg. Aber ich finde kein... Das ist ja unfassbar. Warum ist hier denn auf einmal kein Dorf? Ja. Also eigentlich sollte es hier schöne Dörfer geben, aber... Tipptopp auf jeden Fall, muss ich sagen. So, hier sind jetzt zumindest mal ganz viele Schafe. Ich habe zwar kein Werkzeug mehr, aber das kann ich mir ja wieder bauen. Okay, hier sind ganz viele Wölfe. Hallo. Ich würde halt ganz gerne mal so ein bisschen hier aus diesem Wald hier raus. Guck, hier sind Kürbisse. Könnte vielleicht... Aber was machen denn jetzt die Mini-Zombies hier? Ganz ehrlich. Die Mini-Zombies. Mag ich gar nicht. Warte mal, Kürbisse. Eigentlich... Okay, also wir haben auch den ersten Tag und die erste Nacht gleich schon hoffentlich durch. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Ach, guck mal, ja, Danja, da bist du ja. Hallo. Ja, freut mich. Komm, ich helfe dir jetzt, ist okay. Schnapp dir jetzt die Wolle da. Und ich helfe dir. Komm, ich habe auch genügend Wolle. Komm, wir hauen ab. Ich helfe dir jetzt, los. Ach, jetzt doch, oder was? Ja, los, das komm mit. Das ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja wirklich so nett, dass du mir jetzt am Ende der Nacht hilfst, nachdem ich zweimal gestorben bin. Ja, aber... Das ist ja wirklich, also Wahnsinn. Ja, für die andere Nacht aber kann ich dir dann helfen. Wo bist du denn? Friends will be friends. Ich hab schon ein Bett. Ja, freut mich, dass du schon ein Bett hast. Aber für dich! Ja, ist doch toll. Ja, komm mit, wir hauen einfach ein bisschen ab und dann können wir schlafen. So, komm. Leg dich hin, schnell. Ich baue mir jetzt gleich ein eigenes Bett. Ja, toll. Ja, super. Warum greifen die uns jetzt an? Ja, weil sie halt... Was war das jetzt? Ja, sie waren nah bei uns, das war das Problem. Ja, sehr gut. Aber guck, du kannst ja zumindest spawnen, weil dein Bett hier ist. Ja. Wir warten, bis die Sonne aufgeht, weil sonst bin ich gleich auch tot. Und ich bin auch gleich tot.
Ja, super. Danke, ja, gut, Danja. Die Betten weggesprengt. Danke. Ausgezeichnet. Ehrlich, ich schwör's dir, ich sag es doch gerade, ich bin eine Minute mit dir unterwegs und alles, was ich vorher aufgebaut habe, wird kaputt gemacht. Ja, entspann, ich hab noch was für Betten. Es ist unfassbar. Entspann dich doch, ich kann doch noch ein Bett bauen. Hier liegt doch das Bett auch. Jetzt chill doch mal deine Basis. Die Betten sind ja nicht kaputt, die sind ja einfach nur weg gewesen. Es ist unfassbar. Kahn, hörst du mir zu, du Jammertüte? Kannst du jetzt mal aufhören rumzuheulen? Und einfach mal hierher kommen und dein Bett wieder einsammeln? Ja, ich mach mir jetzt erstmal was zu essen. Anstatt hier die ganze Zeit so zu tun, als wäre dein komplettes Leben zerstört, nur weil du zufällig mit mir Minecraft spielst. Ja, schon ein bisschen. Ja. Ich wünschte, du könntest mal mit dir Minecraft spielen. Ich habe schon mit mir selber Minecraft gespielt. Das war großartig. Ja, ich glaube nicht. Weißt du auch warum? Weil mir da nicht die ganze Zeit irgendwer die Schuld für seine eigenen Fehler gegeben hat. War großartig, wirklich toll. So. Ich habe übrigens noch kein einziges Dorf gefunden, wo die Leute nett zu mir waren. Ja, weil das auch kein Dorf war. Ja, ich werf dir dein Bett wieder hier hin, dann kannst du es dir einsammeln an dem See. Ich werf dir auch dein anderes Bett dahin, ich baue mir ein eigenes, danke. Ja, ist okay. So, Danja, ich frage dich jetzt, sollen wir jetzt gemeinsam diesen Weg gehen oder getrennt? Du entscheidest. Ja, jetzt legst du die Entscheidung wieder auf mich. Wir können gerne zusammen rumlaufen, Kahn. Ich habe damit ja kein Problem. Sei vorsichtig, hier ist ein Skelett. Wir sollten vielleicht zusehen, dass wir so langsam aus dem Wald mal rauskommen. Ein Dorf wäre ja nicht schlecht in der. Ja, so ein neues Dorf wäre super. So. Hier ist noch ein Bett. Ist das auch für mich? Ich habe jetzt schon ein Bett. Ja, das ist deins. Ich habe ein eigenes. Ich habe mir selber eins gebaut. Ich will dein Bett nicht. Okay. So, wir sind bei Tag 2. Und ich denke, jetzt können wir die Nächte auch mal schlafen. Also, ich bin ganz ehrlich, eine Nacht hat mir jetzt gereicht. In dieser Woche werden wir es mal versuchen, wirklich nachts zu schlafen. Sollten wir aber auch schaffen. Ich brauche erstmal Steinzeugs. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Lass uns hier einfach, wir laufen einfach, ich weiß ja nicht, wo wir langlaufen müssen, dementsprechend. Ja, genau da nicht hin, aber ist okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ja, lauf einfach durch. Ich glaube, da laufen wir aber Richtung, Hier sind noch mehr Spawn. Schafe, glaube ich. Ja, aber brauchst du noch Wolle? Ja, keine Ahnung, könnte man ja vielleicht schon brauchen. Für was denn? Ja, vielleicht will ich die mal einfärben oder was auch immer damit machen. Ja, und was damit machen? Weiß es ja nicht. Ja, also können wir gerne, wir können gerne... Wir sind ja eine ganze Woche hier, vielleicht würde ich gerne ein Hotel eröffnen oder sowas. Also ich würde ganz gerne wissen, wie man, ganz gerne wissen, wie man auf einem Pferd reiten kann. Ich hätte das mal, aber ich habe schon wieder vergessen. Du musst die irgendwie zähmen, glaube ich. Und richtig. Also ähnlich wie bei Katzen und dann musst du da einen Rosshahnisch draufpacken. Ja, ich glaube, man braucht einen Apfel. Bin mir aber nicht sicher. Okay, guck mal, hier ist eine Schlucht und auch ganz viele Sachen, die wir eigentlich mitnehmen könnten. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht erst ein Dorf finden sollen, bevor wir sowas machen. Keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht so richtig, wie wir hier reinkommen sollen, ohne zu sterben. Ja, genau. Aus dem ich Grund, würde vielleicht lieber erstmal woanders Stein abbauen. Guck mal, Stein da ist eine Wüste. Lass uns doch Richtung Wüste. Da werden wir ja Steine finden bestimmt. Ja, hier vorne sind doch auch Steine. Ja, aber ist das da nicht die Schlucht? Da an dem Berg. Da ist so ein Berg. Nee, da ist so ein Berg. Ach so, okay, ja. Let's go. Ich kümmere mich so lange ein bisschen um Proviant. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal hier gleich ein schönes neues Dorf finden, Mann. Da haben wir extra so was Cooles hier eingestellt. Ja, und finden dann exakt nichts. Dann finden wir nur Plünderer, nur Pillager. Weiß nicht, ob ich vorhin hier vielleicht gestorben bin oder so. Weil hier lag gerade so Kram, den ich, glaube ich, vorhin gefunden hatte. Okay, kann sein. Kann aber auch sein, dass es einfach irgendwelche Monster, die hier gestorben sind, fallen lassen haben. Oh, guck mal, ich habe sogar Kohle gefunden. Let's go. Nee, ich glaube, das ist mein Stuff. Doch, das ist mein ganzer Stuff von vorhin. Der liegt hier noch. Lol. Wie praktisch. Ausgezeichnet. Hä, richtig gut?
Hey, hab ich mal. Hör mal, ich hatte auch schon mehr Pech. Das muss ich mal so sagen. Ich hatte schon mal mehr Pech. So. Ich habe hier auch einen Apfel theoretisch. Herausragend. Das ist doch jetzt mal eine schöne Sache. Ey, egal in welche Richtung ich gucke kann, ich sehe hier kein Dorf. Ne? Ja, sollen wir Richtung Wüste vielleicht? Ja, können wir sofort machen. Lass mich hier gerne nochmal kurz gucken, ob ich Kohle finde in dem Berg hier. Ja, ich habe ein bisschen Kohle mitgenommen auf jeden Fall. Aber ich glaube, da hinten könnten wir was finden. Ich bin schon... Kommst du mit? Ja, ja, warte. Oh, warte mal, hier ist dieses Lapis-Zeug. Brauche ich da... Ja, nimm einfach mal mit. Was brauche ich da zum Abbauen? Nee, brauche ich da irgendwas speziell zum Abbauen? Ich glaube, Steinspitzhacke sollte es sein. Ich glaube, aber mit Holz kannst du es auch abbauen. Aber ich warte einmal hier und bin perfekt. Am Ofen. Ja, ich hab Lapis. Also kannst du mit einer Steinspitzhacke abbauen. Ich nehme das mal mit. Vielleicht können wir damit ja verzaubern dann. Ja, wenn wir einen Zaubertisch finden. Ja. Oder bauen. Ja, ich glaube, dafür brauchen wir Diamanten, glaube ich. So, aber eigentlich wollte ich Kohle. Ja, sehr gut, da ist Kupfer, aber auch keine Kohle. Ich finde nie das, was ich brauche. Es ist doch einfach nicht zu fassen. Einmal quer durch den Berg gebuddelt. 55 Stück Lapis gefunden, aber keine Kohle. Okay. Wo bist du denn jetzt? Ach, hier. Genau. Bin ich hingegangen. Okay, und. Okay, let's go. Ah, hier ist Lachs. Ich hol mal welchen, den kann man ja dann essen. Ja, mach ruhig, ich geh mal weiter. Oder vielleicht finden wir ja auch Katzen. Ja, willst du dir das wieder antun in dieser Woche? Ich weiß nicht, ob. Ich weiß ja nicht, wann das Video kommt. Der hat Knochenmehl. Da hast du die Katze schon erwischt. Bisher sieht's echt ein bisschen schwierig aus. Oh, guck mal, hier sind auch Schildkröten. Hallo! Habe ich auch lange nicht gesehen. Okay, Daniel, können wir jetzt aber bitte... Ich verstehe, dass du halt Lachs und so mitnehmen möchtest, aber können wir jetzt erstmal versuchen, Dorf zu finden? Ja, ich komme ja. Ich bin doch unterwegs. Entspannen Sie sich. Ich würde auch gerne ein Dorf finden. Ja, aber du bleibst immer wieder stehen, lässt dich durch alles irgendwie ablenken. Ja, hier ist ja auch viel Schönes, Mann. Ja, aber du sagst, oh, hier ist Sand, damit könnten wir ja Glas machen. Ich baue jetzt erstmal Sand ab. Oh, hier ist Erde, damit könnten wir später ein Haus bauen. Baue ich jetzt erstmal ab. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir Erde geholt, ich habe Lapis geholt, weil der da halt gerade war und ich eigentlich nach Kohle gesucht habe. Was willst du von mir? Und Lachs habe ich mitgenommen, damit wir was zu futtern haben. Ich habe auch was zu futtern. Ja, du vielleicht. So, ich habe das Gefühl dann, ja, wir könnten gleich auf ein Dorf stoßen. Ist das dein Gefühl? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir werden es jetzt gleich... Also gleich hier, glaube ich, hinter diesem Berg hier, da werden wir, glaube ich, was finden. Ich baue nur noch ein bisschen Steine ab, die ich brauche, solange du noch nicht da bist. Ja. Looks pretty bad. Hä, wo bist du denn? Du bist doch noch gar nicht hinterm Berg. Doch, bin ich. Nö, ich meine diesen hier. Welchen Berg? Ja, du musst ein bisschen weiter geradeaus. Ich sehe dich gar nicht mehr. Hier, Danja. Danja, dreh dich um. Ich sehe dich nicht. Dreh dich um, hier. Ja. So, und hier dahinter ist jetzt ein Dorf. Ich glaube schon. Wir müssen doch hier jetzt mal ein Dorf finden. Ich krieg hier gleich die Krise, Mann. Okay, wir haben hier so eine Schlucht, aber da wollen wir jetzt nicht rein. Ja, guck mal, hier sind so viele Tiere und so. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Zivilisation weit davon entfernt ist.
Ich kann weiß es, ich nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Danja. Ich versuche mal so einen Pony hier zu zähmen. Danja, das geht nicht. Es hat einen Fohlen sogar. Ich habe ihm jetzt einen Apfel gefüttert und dann ist es zu mir gelaufen. Wahrscheinlich brauche ich wie bei einer Katze auch wieder mehrere Äpfel dafür. Wollen wir vielleicht schlafen, dass wir das schlechte Wetter überbrücken? Können wir. Guck mal, ich habe ein schönes pinkfarbenes Bett. Ist doch nett, ja, schön. Oder? Ist doch schön für dich. Das ist jetzt die Frage, ob noch der gleiche Tag ist oder ob schon wieder, also ob wir jetzt bei Tag 3 schon sind. Ich glaube schon, weil guck mal, die Sonne geht gerade auf. Oder geht sie unter? Nee, sie geht auf. Ja, dann sind wir schon bei Tag 3. Ist das so, Leute, wenn man auch bei, also bei schlechtem Wetter jetzt schläft, dass dann der Tag vorbei ist, also die Nacht auch überbrückt? Hier sind überall Tiere und keins davon. Das kann doch nicht sein, dass hier keins, also dass hier kein, überhaupt kein Dorf ist. Laufen wir vielleicht exakt immer in die falsche Richtung, Kahn? Möglich. Ich suche jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt hier im Wald. Es kann natürlich sein, dass das Dorf direkt hier sozusagen... Es ist auch sehr viel Wasser auf dieser Welt. Ich würde vielleicht... Es kann doch nicht sein, dass überhaupt kein... Ist das da hinten? Nee, das ist ein Baum. Dann, es tut mir leid, aber ich gehe jetzt erstmal alleine weiter. Mach das. Weil es kann ja nicht sein, dass wir beide jetzt hier überhaupt kein Dorf oder so finden. Naja, wir haben Pillager gefunden. Die haben wir bisher auch noch nicht gefunden in einer unserer Folgen. Stimmt. Diesmal positiv. Ja, okay, wir sind halt direkt da gespawnt, ne? Ja, und? Wir haben Pillager gefunden, würde ich jetzt als Erfolg werten. Vielleicht hast du auch aus Versehen das installiert, dass es nur das gibt. Sonst nichts. Nee, ich kann noch mal gucken. Ich kann ja hier gucken. Data Pack List. Nö, Overhauled Village. Dann fahre ich hier ein bisschen mit dem Boot mal rum, weil wir hier sehr, sehr viel Wasser haben. Und vielleicht sind wir einfach auf der falschen Seite, um Dörfer zu finden. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber die müssten ja schon überall sein. Ja, eigentlich schon. Es kann ja nicht sein, dass wir so lange unterwegs sind und überhaupt kein Dorf finden. Hätten bei den Pillagern bleiben sollen und uns mit denen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Dass wir die ganze Zeit einfach. Ja, wenn du eine Armbrust gebaut hättest. Unendlich einfach sterben, die ganze Zeit. Ja, wenn du eine Armbrust gebaut hättest, wärst du safe nicht aufgefallen zwischen denen. Ich würde ganz gerne mal so unter Wasser so vieles hier mal erforschen, aber. Da müssen wir doch verzaubern können, wahrscheinlich, oder? Ja, oder ich glaube, man braucht so.
Oh, zumindest ja. Also zumindest habe ich jetzt mal ein versunkenes Schiff gefunden. Das ist doch auch mal was. So, jetzt kein Dorf gefunden, aber dafür das. Da kann ich doch vielleicht mal rein. Ich baue hier gleich einfach ein eigenes Dorf, ey. Ja, mach das. Oh mein Gott. Hast du ein Dorf? Nein, aber ich habe eine Schatztruhe gefunden. Was hier alles so. Ich habe Eisenbarren, ich habe Smaragde. Das ist natürlich sehr gut. Für dich. Bisschen tauschen. Lapis habe ich auch nochmal gefunden. Okay, ich lasse ein paar Sachen mal einfach hier, die ich gerade nicht brauche. Das müsste doch rein theoretisch hier noch eine Kiste sein. Ja, da ist sie auch. Oh mein Gott. Ich habe TNT gefunden. Was kannst du damit denn eigentlich machen? Dann kannst du Fallen und so aufstellen, ne? Achso. Okay, hier sind Süßbären. Ich habe das Gefühl, ich komme immer weiter weg von der Zivilisation. Also hier sind jetzt kaum noch Tiere. Oder kaum noch wilde Tiere. Nur so ein paar vereinzelte Hühner. Ja gut, okay. Hier sind wieder sehr viele Schafe. Viel dies, viel das, viel jenes. Immer noch keine Kohle. Mhm. Okay, Kohle kann man hier und da bestimmt mal finden. Ja, mit Sicherheit. Wenn ich danach suchen würde, ja. Ja, guck, hier ist Kohle zum Beispiel, die... Schnapp ich mir vielleicht jetzt. Hier vielleicht welche. Könnte ich vielleicht gebrauchen. Also Leute, Tag 3 in der Minecraft-Woche mit 9 Dörfern. Und dreimal dürft ihr raten, was wir noch nicht gefunden haben. Neue Dörfer. Dörfer. Ist auch mal wieder der größte Witz eigentlich. Also ich sag's dir ehrlich, wir sind der größte Witz. Möglich. Also, wir haben in dieser offiziellen Welt, in der es offiziell viele Dörfer geben soll, Pillager gefunden, ein Schiffswrack gefunden, aber kein Dorf gefunden. Ja, schon komisch, ne? Ich hatte gehofft, wir laufen hier und es ist hier so Dorf an Dorf, weißt du? So. Hatte ich eigentlich auch gehofft. Du hast mir gesagt, das wird schön. Ja. Ich laufe hier die ganze Zeit rum, finde keine Kohle, die ganze Zeit nur irgendwelche Schafe und Hühner. Ich dachte auch, aber ja. Irgendwie ist das dann doch nicht so der Fall, ne? Ja, also hier ist auf jeden Fall ganz viel Wasser, aber kein Dorf. Jetzt fahre ich hier wieder durchs Wasser und ja. Ja. Zumindest mal so ein Wüstendorf oder so. Und wenn wir dann ein Dorf finden, und das ist so ein Standarddorf, dann kriege ich ja aber zu viel. So, ich bin an einer Stelle vielleicht wieder sehr viel Tiere. Ja, aber ich habe, also ja, würde ich ja auch immer denken, aber irgendwie macht es das dann halt auch nicht aus. Die müssen halt eingesperrt sein, sonst ist halt auch wieder nichts. Was ist denn das da? Das sieht irgendwie ein bisschen speziell aus. Ich gehe mal da lang. Ist das ein Portal? Ich habe ein Portal gefunden, aber kein Dorf. Okay, ja, aber das kann sein. Kannst ja zumindest die Truhe da ein bisschen leer machen. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Da ist komplett einmal Goldrüstung drin und Goldklumpen. Sehr gut. Danja, es wird dunkel. Wollen wir vielleicht schlafen gerade? Ja, sofort. Ja, bitte mach schnell, bevor die Monster kommen. Ja, ja. Du kannst doch gleich weitermachen. Ja, jetzt warte doch. Mach bitte. Ja.
Einfach nur das Bett hinpacken, kurz rein und dann kannst du wieder raus. So, Bettchen dahin. So. Okay. Weil ich höre schon die Spinnen. Okay. Ja, also ich sag mal so, es ist schon etwas frustrierend, dass wir dieses Dorf hier mal nicht finden. Nur dieses eine Dorf müssten wir noch finden. Das würde mir schon reichen. Okay, wir sind bei Tag 4, Leute. Also es geht eigentlich. Aber das ist ja auch ein Überleben, wo es jetzt nicht darum geht, jetzt, ich sag mal, heftig zu kämpfen, sondern einfach auch mal ein bisschen die Welt hier zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe von der Welt mehr, als ich eigentlich sehen möchte. Ich sehe vieles. Also wenn es jetzt ein normales Überleben wäre, wäre es eigentlich super, weil man hat echt viele Ressourcen und so. Ja, das auf jeden Fall. Also da können wir uns ja absolut nicht beklagen, das muss man schon sagen. Wir finden ja wirklich alles Mögliche. Aber wir finden kein Dorf. Ja, und dafür sind wir ja eigentlich hier. Eigentlich sind wir die Woche hierfür da, dass wir ein Dorf finden, aber das Spiel oder diese Map hat da andere Pläne. Gönnt uns das nicht so. Ah, okay, alles klar, hast endlich. Yes, ich habe mein erstes Dorf gefunden. Oh, und nein, ja, Gott. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ist das ein neues Dorf? Ich bin mir ehrlicherweise nicht so sicher. Also es ist ein Dorf, auf jeden Fall, es sind Fischer. Scheint It's Fischer. Something, ja. Aber zumindest haben wir ein Dorf gefunden. Und ja, lol, weißt du, wo ich gerade wieder gelandet bin? Oh, bei den Spawn. Pillagern, ja. Ja. Okay, also es könnte sein, dass das... Ja, es sieht tatsächlich nach... Sind das neue Dörfer, Leute? Könnte sein. Also so ein Dorf habe ich bisher noch nicht gesehen, aber... Muss jetzt bei mir nichts heißen. So. Wollt ihr tauschen? Hallo, gibt's was zu tauschen? Anscheinend nicht. Okay, dann schauen wir mal ein bisschen hier rein, was ihr so habt. Ja. Alter, der verfolgt mich ja immer noch. Ja, ich sag doch, ja, auf jeden Fall, also die Dörfer sind auf jeden Fall größer, doch, das merkt man schon. Das ist hier schon fast eine Stadt. Nein, nein, nein! Oh. Ach, dann ja. Das heißt doch jetzt auch meine ganzen Sachen. Sind meine ganzen Sachen jetzt nicht auch in der Lava? Ja. Da gehen die doch kaputt, oder? Ja. Ich hatte eine Goldaxt und so. Zwei Goldäxte. Das ist nicht passiert, oder? Ich glaube, TNT werde ich auch nicht brauchen, ehrlicherweise. Wenn wir ehrlich sind. Es war schön zu... So schön, dass man das ja, hat. Ja, also, aber wenn ich mittlerweile eins kann, dann ist es ja meinen guten Stuff. Loslassen. Kahn könnte das ja auch einfach mal so einstellen, dass man nicht ständig die Sachen verliert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ja, das geht. Okay. Du entscheidest dich nur immer aktiv dafür, das nicht einzustellen. Mein Bett, alles. Ich habe kein Bett mehr, Kahn. Es ist nichts mehr mit Schlafen nachts. Oh, toll. Also mit dem Dorf bin ich aber relativ zufrieden, muss ich sagen. Ach ja, du bist ja in einem Dorf, das heißt, du bist ja eh sicher, egal was kommt. Ja, kann also hier sind auch ganz viele Betten. Egal sein, also wie es mir geht. Es ist safe, also das ist auf jeden Fall ein größeres Dorf. Das merkt ja, man schon. Ja, also wie ihr seht, es ist kein, egal wie es mir geht. Vollkommen wurscht. Also hier gibt es auch ganz viele... Ja, aber soll ich jetzt aus dem Dorf hier raus oder was? Nee, aber ja, also. Du könntest so ein bisschen Mitleid zeigen. So ein bisschen, minimal einfach nur. Aber nee, vorhin, als es dir gepasst hat, da war es okay, dann mit mir rumzulaufen, ne? Da war es dann okay. Aber als du dann so dachtest, nö, ach, ich laufe jetzt mal doch lieber alleine, also in diesem Dorf ist so viel, was man mitnehmen kann. Ja,
Genau das meine ich. Guck mal, ich habe schon 12 Smaragde. Ja, das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viel essentiellere Probleme als du gerade. Okay, ich kann Redstone bekommen. Habe ich jetzt mal gemacht. 24 Redstone, dankeschön. Ich könnte rein theoretisch... Auch wenn du überhaupt nicht weißt, was du damit machen kannst? Ja, genau. Hier gibt es einen Braustand. Ich müsste das Brauen mal lernen. Wirklich. Ja. Sagt jeder irgendwann mal in seinem Leben. Schau mal ein bisschen hier. Oh, ist das schön. Schönes Dorf. Gefällt mir. Richtig groß. Finde ich auch. Ja. Amazing. Jo. Ist hier eine Spinne gerade? Nö. Alter, ich hatte eine komplette Goldrüstung. Alles. Ich hatte alles. Was ist denn passiert? Bist du einfach so in Lava gefallen? Oder? Nein, mich hat der Pillager verfolgt und es sah halt aus, als wäre dort Stein. Und ich wollte halt drüber springen und dann war da aber unten drunter Lava. Und das habe ich halt einfach nicht gesehen. Ich bin jetzt nicht einfach aus Spaß in Lava reingejumpt, weil ich es gerade so lustig und schön fand. Das tut mir natürlich, ich musste aber halt schnell weg, weil der Pillager halt sehr schnell ist. Das tut mir natürlich leid, aber guck mal, ey, hier geht das Dorf auch noch weiter. Also das Dorf ist wirklich groß dann, ja? Es tut mir natürlich leid, aber halt dann auch nicht so sehr. Okay, aber da sind immerhin Schafe, das heißt, wir sollten schlafen können in der Nacht. Das ist schon mal gut. Hier ist ein bisschen Kohle, die kann ich abbauen. Sehr gut. Es war nur eine Kohle, aber ist auch okay. It's something. Okay, also ich habe das Dorf jetzt hier gesehen und ja, also die Dörfer scheinen auf jeden Fall größer zu sein. Das merkt man schon. Und es gibt halt ganz viel. Das Problem ist, wenn du dieses Dorf hier finden solltest, dann ja, wirst du wahrscheinlich gar nichts mehr vorfinden. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, danke. Ich guck mal. Ich kann auf jeden Fall... Ich finde, wir sollten uns grundsätzlich nicht mehr vornehmen, zusammen irgendwo rumzulaufen, weil das machen wir eh nicht. Stimmt wohl. Das ist die größte Lüge, die wir uns erzählen, jedes Mal am Anfang. Ja, komm, wir machen, lass uns zusammen losgehen. 5 Minuten später, ja, ich gehe jetzt alleine los. Mach, was du willst, Mann. Jedes Mal. Naja. Nee, wisst ihr was? Ich will nicht hier so ein langweiliges Bett. Ich will wieder ein schönes. Ich will wieder irgendeins in einer netten Farbe. Irgendwas Schönes muss man sich ja gönnen. Also ich denke, ich bleib diese Nacht jetzt auch mal hier beim Dorf. Oh, schön blau. Was denn hier? Ist hier eine Versammlung? Blau finde ich süß, ja doch. Okay, also hier scheint es eine Versammlung zu geben im Dorf. Mhm. Aber was besprochen wird, das kann ich leider nicht sagen. Und die haben hier auch was angebaut. Schildkröten sind auch da, hallo. Schön. Ist ein schönes Dorf, gefällt mir. So hier am Wasser. Ne? Nett. Ist auf jeden Fall nett. So. Okay. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder ein Bett. Mhm. Just saying. Ich habe zwar keine Goldausrüstung mehr. Und keine Goldklumpen. Ich habe so viel Brot. Und auch sonst nichts Goldiges. Das war jetzt Tag 4, ne? Ich weiß es nicht. Ja, es müsste Tag 4 sein. Ein bisschen davon. Sorry, Schweinilein. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir hiernach wieder ein neues Dorf finden werden. Okay. Weil das ist immer so. Jetzt haben wir so lange gesucht und jetzt kommt wahrscheinlich das zweite Dorf kommt jetzt in 3-4 Minuten gleich. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Kann auch sein. Aber wie gesagt, ich lasse es jetzt erstmal hier. Ich schau mal vielleicht, gehe ich mal ein bisschen in diese Richtung. Ich kann ja gleich. Das Schaf ist ja am Ertrinken. Also ich bin auf jeden Fall lange über Wasser gefahren, damit ich dieses Dorf hier finde. Und später werde ich dahin laufen, ja. Okay, die Sonne geht auch langsam unter dann, ja? Das heißt, falls du dein Bett noch nicht gemacht hast, mach es bitte. Ich hab's schon gemacht. Perfekt, sehr gut. In welcher Farbe ist es diesmal? Blau. Hier ist ein Kätzchen. Hallo, Katze. Aber es ist zu gefährlich, deswegen werde ich die Katze nicht mitnehmen. Ist ein bisschen zu gefährlich.
Okay, dann ja, ich schlafe. Mhm. Guck mal, weil wenn ich hier, guck mal. Over choice the village overholder with new village and pillager outpost buildings. Ja. Ja, also das Pillager Building haben wir ja gefunden. Ja. Schläfst du schon? Ja. Sehr gut. Okay, let's go. Was soll das? Das ist mein Bett. Hallo? Okay. Was haben wir denn hier? Noch ein bisschen Fleisch mit. Schon wichtig. Also nachdem du dieses komplette Dorf ausgeraubt hast, solltest du dich vielleicht nicht darüber ärgern, dass sie sich vielleicht mal kurz in dein Bettchen reinlegen, dass du wahrscheinlich, keine Ahnung. Hast du recht. Da muss ich dir sogar ausnahmsweise recht geben. So Leute, wir sind bei Tag 5 unserer Woche. Und also ich sag mal so, es hilft auf jeden Fall im Überlebensmodus, weil das, was ich jetzt gerade schon alles habe, also sorry, das ist ja schon richtig gut. Ich habe Redstone, ich habe Lapis, ich habe Goldbarren, ich habe schon ein bisschen Rüstung. Ich habe viel zu essen. Da freut man sich. Ja, da freut man sich einfach. Ja, ich weiß. Aber das mit dem Braustand, das möchte ich echt mal lernen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir Lohnstaub. Ja. Let's go. Also wenn du jetzt hier in dieser Minecraft-Woche plötzlich anfängst, Bier zu brauen. Nein, das werde ich nicht. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich nicht, nö. Ich weiß nicht, was man sonst noch so brauen kann. Braucht gar nicht so zu gucken. Wahrscheinlich irgendwelche Zaubertränke oder sowas. Ja, kann sein. So. Ah, das sind Süßbeeren, okay. Das ist natürlich ganz gut. Sollte eigentlich mal reichen. Kartoffeln, die brauche ich jetzt nicht machen heute. So, und danach verabschiede ich mich aus diesem wirklich XXL-Dorf. Okay, let's go. Ich glaube, ich werde mir mal ein Boot bauen, weil dann bin ich ja, glaube ich, auf dem Wasser auch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, nicht nur ein bisschen. Sondern deutlich schneller. Okay, Leute, Tag 5. Also es ist Freitag in Minecraft. Das Wochenende steht bevor und ich glaube, wir werden definitiv noch ein Dorf finden. Daniel, du müsstest auch mal ein Dorf finden. Und hoffentlich ist es nicht das Dorf, wo ich gerade bin. Wie konnte ich nochmal in das Boot einsteigen? Rechtsklick. Du musst zum Wasser... Achso, wie du es herstellst. Herstellen habe ich schon. Ich musste nur reinschenken. Ich hab's schon, alles gut. Genau, und raus machst du dann einfach mit Shift. Okay, also es sieht schon mal vielversprechend hier aus. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, dass hier ein Dorf ist. Wo auch ein Bett ist. Weiß nicht, und einsammeln kann ich es wieder normal, indem ich es einfach abbaue. Mit einer Axt am besten, glaube ich, musst du es abbauen. Ja. Und das muss bei voller Power sein. Da musst du kurz abwarten, wenn du es gezogen hast. Es klingelt gerade irgendwie schon wieder bei mir. Zu Hause? Ich geh mal ganz kurz, ja. Ja, mach ruhig, ist ja Tag. Hätte nicht so viel passieren. Ich schaue mich hier ein bisschen um, aber sieht jetzt nicht danach aus, dass ich hier... Oh, das war knapp. Ich würde mir schon gerne so ein Wüstendorf anschauen, wenn wir da eins finden. Oder so ein Bergdorf. Ist die Frage, ob wir vielleicht hier wieder losfahren wollen. Da sind auch Delfine. Hallo. Guck mal, das ist ein Delfin. Also die Weltstruktur ist schon, glaube ich, das hängt aber, glaube ich, nicht unbedingt mit dem Datapack zusammen. Oder? Doch, könnte sein. Ich bin wieder da übrigens. Hallo. Ich habe auch gerade einen Delfin gesehen. Oh, cool. Mhm. Oh, ich habe auch ein Portal gefunden. Also ein altes Portal. Am Ende ist es einfach das, was ich gerade gefunden habe. Kann sein. Ich schaue mal in die Truhe rein. Wenn die leer ist, dann wird das ja das gewesen sein, was du gefunden hast. Und? Warte.
Ich weiß nicht, hast du. Nee, hier ist. Nee, glaube ich nicht. Also hier ist eine Goldaxt. Also ich habe alles rausgenommen. Ja, okay, dann warst du hier nicht. Weil ich habe hier auch eine Goldaxt und so gefunden. Schön. Also bei mir waren 2 Goldäxte, ein paar Goldklumpen und eine Goldrüstung drin. Also bei mir war jetzt tatsächlich nicht so viel drin, ne? Okay, ich weiß nicht, was das ist. Ist das das versunkene Schiff, was du vorhin gefunden hast? Möglich. Ja, ich glaube. Also hier ist ein versunkenes Schiff auf jeden Fall. Ist das vor so einem Berg? Das ist so an Sand irgendwie. Also hier ist ein Strand auch und so ein, also so ein bisschen Erdeberge sind hier. Okay, weiß ich nicht, ob das musst du mal, da sind ja auch Truhen, die kannst du immer finden, ne? Ja. Wenn da jetzt nur so komisches Zeug drin ist, die habe ich zwar wieder befüllt, aber mit halt keinem Schatz. Wo sind denn die Truhen? Immer rechts und links jeweils am Ende sozusagen. Also ich weiß nicht, wie das heißt, Bug oder so, am Bug oder... Und muss man da auch irgendwie rein in das Boot? Ja, also du musst ein bisschen nach unten. Also die sind unter Deck sozusagen. Okay, dann gehe ich da gleich mal gucken. Ja. Oh, ich habe auch die Delfine gehört. Schöner Freitag hier in Minecraft. Kann ich noch schöner wäre es, wenn wir jetzt ein zweites Dorf finden. Aber ich sehe auch ein neues Biom. Dementsprechend könnte es auch sein, dass wir da ein neues Dorf finden. Guck mal, der Delfin ist... Kann man irgendwie auch schneller tauchen eigentlich? Ja, ich glaube mit Shift... Oh, guck mal, jetzt ist hier so ein bisschen karibisches Meer. Also ich habe auf jeden Fall ein neues Biom gefunden. Und ich hoffe, dass ich da auch... Hallo! Ein neues also mit Dorf Shift, finde. Ja. Oder mit Steuerung. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Eins davon, dann taucht man so ein bisschen. Okay, also hier sind so Kartoffeln drin, eine Lederhose. Ich glaube nicht, dass du Kartoffeln da reinlegst, oder? Nö, dann scheint das tatsächlich nicht das Gleiche zu sein. Lass mich nur zwischendurch immer mal wieder... Ruhe ich mich aus, wenn ich in meinem Bötchen bin? Also bin ich dann quasi... Kann ich mich dann regenerieren? Ja, gut. Ich glaube schon, ja. Okay, so. Wie sieht es denn hier aus? Also die Lederhose ist auch irgendwie verzaubert, glaube ich. Die leuchtet zumindest so. Ja, ich hatte auch eine gefunden. Dann ist das definitiv nicht das gleiche Schiff. Okay, jetzt bin ich wieder aus dem Biom raus. Ich habe wieder sozusagen Standard-Minecraft-Biom, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es sind wirklich sehr, sehr viel... Papier... Ja, habe ich auch eben gefunden. Also ich muss schon sagen, es gibt wirklich sehr viele Tiere in dieser Minecraft-Welt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wenn ich so viele Dörfer, also wenn die Wahrscheinlichkeit für Dörfer so hoch wäre, wie jetzt heute Schafe zu finden, dann hätten wir wahrscheinlich schon 10 Dörfer gefunden. Sind immer nur 2 Kisten in einem... Ja. Ich glaube schon. Okay. Also jeweils vorne und hinten sozusagen. Ja, dann war das ein Fail. Ja, war da nichts Gutes. Also ich habe irgendwie eine Schatzkarte gefunden, aber keine Ahnung, ob ich mit der irgendwas anfangen kann. Ja, du musst, wenn du die Schatzkarte öffnest, du bist der weiße Punkt auf jeden Fall. Und natürlich muss man zum X irgendwie kommen. Ich bin der weiße Punkt. Mhm. Ist der... Okay, das ist überhaupt nicht weit. Könntest du ja gucken, ob du vielleicht den Schatz findest. Bewege ich mich als weißer Punkt? Ich glaube schon, ja. Müsstest du eigentlich. Okay, ich bewege mich mal ein bisschen. Ja, mach das mal. Und wie gesagt, Leute, wenn wir jetzt am 7. Tag... Nee, ich bewege mich irgendwie nicht. Ich bin... Guck mal, das sieht ganz komisch aus. Ja, oder da, wo du die Schatzkarte gefunden hast. Das kann natürlich auch sein. Ich schick dir das mal kurz, wie das aussieht bei WhatsApp. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zeig mal. Weil weit weg ist es theoretisch nicht.
Wo bist du denn? Wo ist denn... Ja, auf jeden Fall scheint es am Wasser zu sein. Boah, keine Ahnung. Danja, wollen wir schlafen? Mhm. Ja, ich gehe ganz kurz an Land. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch den Samstag und den Sonntag, Leute. Ah. Schöne Minecraft-Woche. Okay. So, noch schöner würde sie jetzt werden, wenn wir am Wochenende noch hier ein schönes Dorf finden. Ja, du hast doch gar kein Dorf gefunden, Danja, ne? Nee. Ich glaube, ich gehe mal. Okay, also ich bewege mich auf jeden Fall. Okay. Ist ja schon mal gut. Also scheint ja etwas zu passieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auch bewege, wenn ich quasi... Also ich habe mich gerade mit meiner Bewegung wegbewegt vom Schatz. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal, ja, so bewege ich mich irgendwie wieder hin. Wenn mich das jetzt einfach zu dem Schiffswrack führt, ne? Ich könnte natürlich Folgendes gerade versuchen. Also bis hier nichts Roheisen. Ich würde mir ganz gerne ein Schild machen, zumindest, falls ich gleich wieder bei Plünderer vorbeikomme. Yes, dann haben wir das schon mal. Let's go home! Also ein Plünderer... Outpost würde ich ganz gerne jetzt mal finden, weil jetzt kann ich mich auch ein bisschen schützen. Aber ich sehe keinen Turm. Muss man den Golem eigentlich befreien, Leute? Wenn man den befreit, hilft er einem bei den Plünderern? Das würde mich mal interessieren. Okay, ich glaube... Ich habe noch einen... Okay, ich habe noch ein altes Portal gefunden. Hä? Und funktioniert's mit der Schatzkarte? Ich weiß auch nicht. Also das Problem ist, sobald du halt außerhalb des Kartenradius bist, bringt die dir halt nichts, weil die dir nicht anzeigt, in welche Richtung du dich gerade falsch bewegst. Das ist das Problem. Also ich habe auf jeden Fall ein Schwert jetzt hier, ein Goldschwert. Also sehr viele alte Portale auf jeden Fall. Aber kein Dorf. Kein Dorf. Also dabei war das Dorf gerade ja echt hilfreich. Und ich würde es auch so machen, wenn ich jetzt ein zweites Dorf finde, dann werde ich dort definitiv auch bleiben und werde mir da ein Haus bauen, zumindest noch zum Abschluss. Aber dafür müsste ich ein Dorf finden. Jetzt haben wir hier ganz viel... Okay. Da muss es ja eigentlich in die andere Richtung sein. Ich verstehe die Karte überhaupt nicht. Wirklich überhaupt null. Ja, kann sein. Ich verstehe die ehrlicherweise auch nicht. Also da stand nur, okay, ihr müsst gucken, dass... also ein paar von euch hatten geschrieben, ihr müsst gucken, wo der weiße Punkt ist. Das seid ihr sozusagen. Und dann... Ja, aber also ich kann mich damit überhaupt nicht gut orientieren, muss ich sagen. Hä? Das ist halt auch nicht weit weg, Mann!
Aber egal, in welche Richtung ich schwimme, das ist immer falsch. Ich würde ihn schon gerne finden, das wäre ja cool, dann hätte ich überhaupt irgendwas mal geschafft. Aber egal, in welche Richtung ich mich bewege, es ist halt immer falsch. Du könntest ja zumindest mal ein Dorf finden, das wäre natürlich schön für dich. Ich schaue in so viele Richtungen und es ist. Weil ich bin die ganze Zeit am Rand von dem. Ich weiß nicht, ob der Punkt sich vom Rand überhaupt nicht weg bewegt. Mhm. Ja, kann natürlich auch sein. Dass der das quasi immer nur so eine etwaige Richtungsangabe ist. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, könnte natürlich sein. So, Leute, ich habe wieder Hoffnung, dass wir hier vielleicht jetzt gleich mal wieder was finden. Also, wenn da lang ist, da lang. Das heißt, ich muss ja theoretisch wieder ein Stück nach da, richtig? Hier sind Kürbisse und so, hier sind viele Tiere, aber hier ist kein Dorf. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist so komisch. Ist eigentlich hier perfekt für ein Dorf. Aber es befindet sich keins hier. Das ist wirklich weird. Okay, dann fahren wir einfach mal wieder ein bisschen auf die See. Also hier ist irgendwie... Könnte das diese Insel hier sein? Ja, doch. Doch, ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Hast du den Schatz gefunden, Danja? Noch nicht, aber ich könnte. Hier muss der sein, theoretisch. Ich bin jetzt genau auf dem X. Ja, da musst du gucken, da musst du dich irgendwo runterbauen oder so, rechts und links ein bisschen. Ja, ich bin halt direkt auf dem Wasser, aber das ist schon okay. Theoretisch, hä? Alter, das ist doch hier sautief. Ja, vielleicht genau aus dem Grund. Vielleicht genau aus dem Grund. Hier halt auch gar nichts. Okay, Danja, hast du die Möglichkeit, schlafen zu gehen, wenn du jetzt auf See bist? Schlafen? Mhm. Ja, kriege ich schon hin irgendwie. Ah, ich muss nach oben. Oh, ist das... Ja, soll ich jetzt direkt schlafen? Ja, mach mal. So, Leute, dann sind wir schon bei Sonntag angekommen und... Komm schon, Sonntag ist Schatzfindetag. Eigentlich schon. Komm. Letzter Tag, Leute. Der letzte Tag jetzt hier auch nochmal ein Dorf zu finden.
Und wenn wir das nicht machen, okay, dann werde ich mal über den Befehl und einmal gucken, ob wir da welche noch finden. Ab geht's. Das Ding ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier, wenn der unter Wasser ist, noch so hart vergraben ist, weißt du? Doch, könnte doch durchaus sein. Warum denn nicht? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass ich hier in diesem Biom nichts finde. Oh, guck mal, das. Da ist Schnee. Vielleicht könnte da oben ein Dorf sein. Ich weiß es nicht. Natürlich schön. Also ich schau mal in der Umgebung von hier, ob sich was findet. Ja, also ich bin leider gerade ertrunken. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Ist dein Bett noch da? Ja, ja, mein Bett habe ich einfach stehen gelassen. Also ich habe jetzt hier Schnee gefunden und Eis. Ah, wenn ich nur irgendwas hätte, womit ich tauchen könnte. Ja, entweder braucht man dafür Verzauberung oder halt so einen Tauchhelm, glaube ich. Den kann man sich auch machen. Aber wie und was man dafür braucht, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Also ich gehe jetzt mal nach hier oben. Also ich würde halt jetzt mal diese ganzen Sachen hier in eine Truhe vielleicht packen. Damit ich den hier mal einsammeln muss, wenn ich ertrinke, weil ich werde den noch ein paar Mal ertrinken, vermutlich. Oh, ich habe gar keine Truhe. Kann gar keine bauen. Gar nichts dafür. Ups. Und wenn ich die Sachen aber hinschmeiße, sind die dann irgendwann weg, ne? Eigentlich schon, ja. Okay, das ist natürlich ausgesprochen schade. Aber gut, so sei es drum. Yes! Leute, wir haben es. Wir haben das zweite Dorf gefunden und es ist wieder am Wasser. Und das Dorf sieht sehr, sehr interessant aus. Also, der Sonntag hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt, Leute. Wir haben ein schönes Dorf. Hab ich jetzt, hier leuchtet einfach so ein... Die Oktopoden hier unten leuchten. Ja, schon. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, keine Ahnung, ich werde hier halt wieder ertrinken, aber ist mir eigentlich relativ egal. So, wir bauen hier nochmal Dörfer. Also, was brauche ich denn jetzt hier wahrscheinlich heute nicht mehr? Boah, ich glaube, Obsidian werde ich nicht brauchen. Das wüsste ich nicht für was, also nur eins. So, Leute, wir haben nochmal ein schönes Dorf gefunden. Befindet sich, ja, im Berg an einer Klippe. Schauen wir mal, was hier so los ist. Wie gesagt, ich würde dann heute auch starten, sozusagen hier auch ein Haus zu bauen. Guck mal, wir haben Lava. Oh, der kann mir ein Eisenschwert machen. Verzaubert. Aber dafür brauche ich Smaragd. Okay, habe ich nicht. Also was mir auffällt, ist auf jeden Fall das ganze Heu in diesen Dörfern. Was aber gut ist, weil dadurch kann ich halt Brot machen. Weißt du, was mein Problem ist? Ich sehe nicht so gut unter Wasser, weil es halt ja sehr dunkel ist. Ach, guck mal, hier ist der... Ist der Schmied, der muss doch eigentlich... Ja, der hat hier Goldbarren. Und dann erst wieder ertrunken. Ich kann ja hier ein bisschen was reinpacken. Ich werde mal hier auch den Schmied nutzen. Das ist es leider nicht. Für mich. Das brauche ich alles nicht mehr. Ich habe einfach die ganze Zeit nur die Hoffnung, dass ich nicht... dass ich dafür nicht graben muss. Also ich erkunde hier komplett. Also hast du den Schatz noch nicht gefunden? Die Unterwasserwelt. Nein. Okay, alles gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das leider irgendwie so eine ganz dumme Mission ist, auf die ich mich hier begeben habe. Also das Dorf hier gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ist jetzt nicht so viel, aber da oben ist auch noch was. Dementsprechend würde ich, ich glaube, ich würde mein Haus vielleicht nicht hier so hinbauen gleich. Aber Mann, ey, aber ich kaum sehe Leute halt da. Nichts. Oh, hallo. Was hast du für mich? Nö, danke. Eigentlich gerade hier nach unten. Ein richtig gutes Dorf. Oh, was haben wir denn hier? Kartentisch, okay. Leere Karte. Oh, das ist ja interessant. Das ist aber kein Wrack, oder? Nee, das ist auch einfach nur Struktur hier. Ich würde jetzt einmal noch ganz gerne nach oben. Also sag mal so, die Unterwasserwelt hier ist schon, sieht schon richtig gut aus. Das muss ich schon sagen. Aber hier... Hallo. Was den machst du hier Schatz oben? Zu finden... Ein Kätzchen haben wir auch. Komm, ich habe rohen Lachs für dich. Den kriegst du jetzt. Dann kommst du zu mir. Das fühlt sich komplett unmöglich an. Wo bist du denn hingegangen? Hi! Kommst du mit? Ich glaube aber tatsächlich, dann würde ich mein Haus vielleicht sogar hier oben bauen. Guck mal, der hat das auch hier oben gemacht. Eigentlich richtig cool. Vorsicht! Kätzchen, Vorsicht! Okay. Ich glaube, wir können das hier so ein bisschen hinbauen. Ja, komm, ich kümmere mich jetzt einfach noch ein bisschen darum, weil sonst habe ich auch nichts mehr zu tun. Wir haben ein Dorf gefunden und ja, die Dörfer sind auf jeden Fall größer als sonst. Ja, wir bauen das jetzt hier drauf. Ja, ist ja gut, Mensch. Brauche aber auch was zu essen. Oh, warte, da hinten ist auch noch was. Okay. Okay, du kommst jetzt einmal mit, du bleibst hier. Schwer. Komm rein. So, genau. Du bleibst jetzt einmal bitte da. Ich schaue jetzt noch mal einmal hier hinten hin. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Und es hat geklappt. Okay, let's go. Schau mal, was hier oben noch ist. Ja, Leute, das war eine neue Minecraft-Woche. Und also ich sag mal so, mit dieser Welt habt ihr definitiv die Möglichkeit, was zu erreichen. Ne, alleine schon die Dörfer, aber auch sonst, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob das Glück ist mit der Welt, aber wenn ich mir hier die Dörfer anschaue, die sind halt super groß, es gibt super viel hier, ne, man bekommt sehr viel Heu, was sehr gut ist. Ja, also es gibt sehr viele Materialien, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Ohne Frage, das ist schon sehr, 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 sehr krass. Ja. Krass viel. Und da oben ist auch noch, ey, was ist das denn, wie krass, wie... Weit nach oben geht das denn einfach, wie das alles hier so verteilt ist? Ist schon krass, schon krass. So, Leute, die 7 Tage sind vorbei. Ich würde tatsächlich Folgendes noch machen dann, ja? Ja, was denn? Ich würde mal gucken, wo wir noch weitere Dörfer haben. Willst du die dir nochmal noch anschauen? Ich gucke mir jetzt mal zum Beispiel ein Desert Village an. Da kann ich mich ja hin teleportieren. Kann ich nicht das theoretisch mit dem Schatz? Geht das nicht auch? Boah, das kann auch sein. Also ich bin jetzt hier mal kurz, ich habe mich immer teleportiert. Also Leute, die Folge ist jetzt so vorbei fast und wow, also das ist ja wirklich eine Stadt. Also jetzt tatsächlich hier so wenn ich das hier beim in der Wüste mir anschaue dann, ja? Mhm. Das ist schon krass. Okay. Das ist schon krass. Ich will auch mal noch irgendwo hin. Ich würde echt gerne meinen Schatz, ich würde gerne mich zu meinem Schatz teleportieren. Das würde mich jetzt also echt ich, noch ich kann machen. Ja mal gucken, ich ob nicht, ich locate, was ist denn Poi? Was? Treasure, hast du ne? Hast den Kreativmodus an? Nein, nein, ich kann mich ganz normal... Warte, Buried Treasure. Ja.
Ich kann mich mal dahin teleportieren. Versuch's mal. Ich guck mal, ob ich das schaffe. Ich habe jetzt hier eins gefunden, aber es scheint jetzt nicht das zu sein. Ach doch, hier unten. Was? Was? Okay. Danja, ich habe jetzt zum Beispiel den Schatz gefunden. Ja. Herz des Meeres, was ist das? Also. Kahn, bitte, kannst du mir jetzt mal sagen, was da ist? Kannst du mir, ich will das auch, kann ich das nicht auch machen? Ich habe die ganze Zeit danach gesucht. Ja, dann mach mal Folgendes. Gib mal ein Locate, also slash Locate. Das kann ich gar nicht eingeben. Ja, slash, dann. Also. Wenn das bei dir nicht vorgeschlagen wird, dann, weil du kein Admin bist. Aber weißt du, was in diesem Schatz, also er befindet sich eine Struktur unter dem Sand. Und wir haben zwei Diamanten, ich habe TNT, ich habe Goldbarren, ich habe Prismarinkristalle, ich habe einen Trank. Guck mal, ich habe einen Trank der Unterwasseratmung. Ich will gerade echt heulen. Kannst du mir den mit hochbringen? Vielleicht, ich will den Schatz auch sehen, wirklich. Ich will das wirklich sehen. Ich habe gerade die ganze Zeit damit verbracht, Kahn. Jetzt kann ich hier einfach atmen die ganze Zeit. Ich kann mal gucken, ob ich dich zu mir teleportieren kann. Ja. Bitte, mach das doch mal. Schön, dass du den Trank jetzt genommen hast. Ich die ganze Zeit diesen Schatz am Suchen und du nimmst dir natürlich den Trank. Das war mal wieder vollkommen klar. Kannst du mich zu dir teleportieren? Ich schaue es gerade, aber ich glaube nicht. Sehr gut. Schön, dass Kahn jetzt noch meinen Schatz gefunden hat. Ja, du kannst es ja im Video jetzt sehen, aber die Schätze hier sind richtig OP. Anscheinend habt ihr auch schon mal einen Schatz so gefunden. Wir haben großartig. Uns die Dörfer angeguckt. Ja. Und auch die Dörfer sind super schön, Leute, toll, muss man sagen. Hervorragend. Ja, wirklich, es freut mich. Es freut mich. Wir freuen uns. Dass du dir auch überhaupt gar keine Mühe gibst, zu versuchen, mich mal zu finden oder so, damit ich das mal sehen kann. Es juckt dich überhaupt nicht, ne? Ich guck mal jetzt zum Abschluss, wo Danja ist. Nicht. Du bist hier. Ihn einfach nicht. Wo ist denn dein Schatz? Ja, hier genau da, wo das Boot ist, ist das X. Okay, ich habe ja Unterwasseratmung. Ich gehe mal nach unten. Ja, ich habe deinen Schatz gefunden. Wo? Oh. Hier. Da. Sehe nix. Oh, genau, gestorben. Boah, und es sind wieder Diamanten und so drinne. Und du hast bleib mal bitte da. Warte, ich komme nach oben. Ist da ein Trank? Ich komme nach oben und bring dir den Trank. Ja, danke, dann können wir nämlich... das würde mich sehr glücklich machen, Kahn, wenn wir das jetzt noch hinkriegen würden. Okay, zum Abschluss kriegst du den jetzt noch? Das möchte ich wirklich. Also das ist wirklich, das wäre mir jetzt schon sehr lieb. Können wir hier mal, warte, gib mir den mal hier. Da, okay, wir machen jetzt auch mal Folgendes. Also es ist ja vorbei, wir machen mal Tag. So, und wenn du das dann hast, mach mal schnell, weil mein Trank ist gleich vorbei. Ja, ich komme. Sehr vorsichtig, hier sind auch Zombies. Und anscheinend ist der Schatz immer unter einem Sandblock. Weil da war jetzt einfach so random so ein Sandblock. Du musst sie mal bitte besiegen, weil ich habe keine Waffen. Ja, dann geh du nach unten. Ich würde gerne, aber die Zombies hauen mich die ganze Zeit. Danja, entweder du schaffst das jetzt oder... Ja, wo war denn der jetzt? Weißt du es noch? Da unten! Oh, ich sehe nichts. Mann, hier, bisschen nach oben, komm nach oben! Ich sehe nichts. Hier, siehst du es nicht? Hier ist doch die Truhe hier drin. Nee, ich sehe das nicht. Danja! Ich sehe nichts! Ja, dann lassen wir es sein. Es ist dunkel, Mann. Nein, ich will es nicht sein lassen. Ach hier, okay. So. Jetzt mein Schatz! Mein Schatz! So, Leute, Danja hat jetzt auch ihren Schatz gefunden. Das war die Minecraft-Woche mit ein paar Dörfern, ne, mit neuen Dörfern. Und ich sag mal so, die Dörfer sind schon richtig krass. Ne? Haben wir gesehen mit dem die zwei Dörfer, die ich gefunden habe und auch das Village-Dorf. Wirklich sehr, sehr schön. Leute, das war die Minecraft-Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich bin jetzt noch mal ertrunken mit 218 Punkten. Und ich würde sagen, tschö. Mein Schatz! Mein Schatz, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab den Schatz, Leute. Ich hab ihn. Jetzt hab ich den Schatz und jetzt muss ich gehen. Tschö.